Nachdem wir uns nun unheimlich viele Sachen angesehen haben, also wir hatten ja Threads, wir hatten Klassen, wie eine GUI aufgebaut ist, Sockets, alles Mögliche, wollte ich diesmal endlich dieses Chatprogramm bauen. Dafür habe ich mir hier erstmal eine GUI erstellt, die extrem ähnlich ist zu dem, was wir schon mal gemacht haben. Also die oberen drei hier sind die beiden Text Areas und einen Button, sodass das im Endeffekt nachher ja wie so ein ICQ-Fenster aussieht. Wir haben oben ein großes Ausgabefenster. Ach, ich kann es ja einfach mal eben vorwegnehmen, wie es nachher aussehen soll. Das sind unsere beiden Fenster. Ich werde mir selber chatten. Einfach hier so einen Button fürs Abschicken und dann da gebe ich was ein, da kommt was raus und so weiter und so fort. Dann, also haben wir hier unsere Text Areas erstmal erstellt, die Variablen dafür. Initialisieren dann unser Fenster, also setzen eine Location, wo das Fenster nachher spawnen soll, eine Größe, Set Default Close Operation, was passieren soll, wenn ich auf das X oben drücke, machen es sichtbar. Das sind aber alles Sachen, die ich in dem GUI-Tutorial bereits erzählt habe. Dann erstellen wir uns die Text Areas. Erstellen unseren Button hier, erzeugen unseren Action Listener. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt lasse ich es erstmal dabei. Wir setzen unser Action Command und unseren Text in Form von Abschicken als Text und Action Command für Send. Das braucht er nachher unser Action Listener, um wissen zu können, auf welchen Button geklickt wurde, wobei es ja jetzt hier im Prinzip nur einen gibt. Trotzdem ist es notwendig. Wir binden unseren Action Listener an unseren Button, erzeugen unsere Border Layout, unseren Container, haben wir alles schon mal gesehen. So, dann wollen wir uns mal den eigentlichen Arbeitscode ansehen, wobei ich denke, dass es viele verwundern wird, dass es dann doch so wenig ist, weil das ist jetzt wirklich nicht mehr so sonderlich viel. Also wir haben jetzt unsere GUI quasi aufgebaut, da steht alles. Jetzt kommt der Teil mit den Sockets und Verbindungsaufbau und Daten hin und her schieben. Dafür, falls es wieder erkennt, es ist exakt dasselbe Tutorial wie das, was ich bei Sockets benutzt habe. Ich habe nur den Thread ein bisschen geändert, weil es ja vorher so war, dass dieses Client-Server-Programm, da hat der Client eben Nachrichten in den Server geschickt und der hat die einfach ausgegeben. Und das soll jetzt halt quasi ein bisschen komplexer werden. Ich will in beide Richtungen sprechen können. Und es soll nicht mehr an die Kommandozeile ausgegeben werden, sondern ich will es eben in meiner GUI einfach anzeigen können und dass das einfach ein bisschen ja, hübscher wird insgesamt über das Fenster. Dafür habe ich gar nicht mal so viel geändert. Der Verbindungsaufbau, auf den ich jetzt nicht sonderlich weiter eingehen werde, ist der gleiche geblieben. Das habe ich direkt per Copy und Paste übernommen. Der Server erzeugt einen Server-Socket und horcht eben dann in diesem Thread auf diesem Socket, ob da ein Client anklopft und dann eben entsprechend eine Verbindung, um dann eine Verbindung aufzubauen. Der Client auf seiner Seite geht davon aus, dass auf Socket 4711 irgendwie ein Server hängt, baut man die Verbindung auf und fängt dann an mit ihm zu reden. Okay, apropos reden, wie geht das? Also vorher war es wie gesagt so, dass sobald eine Nachricht kam, die in die Ausgabe geschrieben wurde. Jetzt soll die aber an die GUI umgeleitet werden. Also ändern wir das so insofern, dass in der Run die Endlosschleife, die eben abgefangen hat und dann Sachen ausgegeben hat, die soll jetzt einfach das an die GUI ausgeben. Insofern haben wir hier den String, den wir abfangen, in Punkt Readline. Und den übergeben wir jetzt an die GUI mit @Ausgabe, dass wir quasi dann als sozusagen Verwalter sehen, der jetzt gerade in dem Thread hängt und darauf wartet, dass irgendwelche Nachrichten kommen. Haben wir eine Nachricht empfangen und sagen der GUI, hier, mach was damit, zeig es irgendwie an, ist mir egal, weitergeben. Genau das machen wir. Wir übergeben jetzt einfach die Nachricht an die GUI und sehen uns an, was die damit macht. Hier ist die @Ausgabe, das ist dieses Stück. Die macht einfach Folgendes: Sie liest bereits die Ausgabe aus, die in dem Ausgabetextfeld drin steht, hängt unsere dran und schreibt es wieder rein, womit eben entsprechend quasi die Ausgabe verkettet wird und dann eben länger wird.
Sie wird dann angezeigt. Das läuft schon mal ganz gut, das war auch nicht sonderlich schwer. Jetzt ist aber die Frage, wie bekommen wir das hin mit dem Abschicken? Vorher war es so, wir hatten genau getrennte Rollen mit der eine, der sendet, der andere, der hört zu und wenn der Benutzer irgendwas eingibt, dann wird das automatisch abgeschickt. Und das war alles irgendwie einfacher als jetzt, weil wir diesmal, jeder kann schicken, jeder kann empfangen, also jeder der beiden und es verwischt einfach ein bisschen. Und da ist jetzt die Frage, wie wir das umsetzen und das Einfachste ist eigentlich, wenn man sich überlegt, ja, was löst denn das Schicken aus? Der Klick auf Senden. Also wird das wohl irgendwie vom Action-Listener übernommen werden. Und genau das tun wir auch. Also wir übergeben einfach den Print-Writer primär an den Action-Listener, dass der halt weiß, auf welchen Kanal er einfach schreiben muss, in welchem Strom er schreiben muss, wenn er die Ausgabe halt abschicken soll. Und genau das ist eigentlich die sehr geradlinige Implementierung. Wir haben im Action-Listener dann unseren Ausgabestrom und für den Fall, dass unser Action-Command, das wir empfangen, zufällig senden ist, wir haben halt nur das eine hier, dann nehmen wir uns einfach die Ausgabe hier, was halt der Eingabe.getText ist und schicken es dann in den Ausgabestrom, der halt, wie wir vorher festgelegt haben, der Ausgabestrom ist, der zu dem jeweiligen Partner zielt. Zusammenfassend kann man jetzt wohl sagen, dass wir dann einfach zwei Threads erstellen, so einen Server-Thread und einen Client-Thread, das ist eben hier. Dann starten wir die beiden und diese Threads sorgen dann dafür, dass die Sockets erstellt werden, Verbindungen aufgebaut, die Fenster werden gestartet und ja, sind dann eben ja, schreibbereit sozusagen. Das kann man sich mal in einem nochmal klar machen. Wir erstellen so einen Server-Thread zum Beispiel. Der Server-Thread erstellt sich im Konstruktor den Socket und läuft dann eben, ja, wir starten das Ding ja, sprich, er geht dann in die Run und führt das in der Run aus. Was er hier halt macht, ist den Strom aufbauen und ein Fenster erzeugen. Und danach ist schon die Endlosschleife, dass er darauf wartet, dass eben was kommt. Beziehungsweise diese, ja, Button-Abfrage dann verarbeiten würde über den Action-Listener, wenn geklickt wird, dass er das halt noch abschickt. Aber mehr als das, es ist ein Bildschirm, mehr ist es nicht. Und ja, wenn man es jetzt mal startet, sieht es halt so aus, dass wir zwei Fenster bekommen von unseren beiden Threads halt. Und wenn wir jetzt hier irgendwas eintippen und drücken Abschicken, dann steht es hier drin. Und wenn ich jetzt hier irgendwas eintippe, ganz egal, drücke Abschicken, steht es hier drin. Also ich kann jetzt wunderbar mit mir selber chatten. Ich habe jetzt hier beide Clients offen, also Server-Client. Natürlich beide jetzt über Localhost, das sehen wir ja nochmal, hier steht es. Das sehen wir zum Beispiel jetzt nochmal hier, dass der Client eben hier auf den Localhost verbindet. Wenn das eben eine externe IP-Adresse wäre, zum Beispiel, könnte man auch das Ganze auf zwei Rechner verlegen. Das macht eigentlich dann keinen Unterschied mehr für das eigentliche Programm. Ja, wie wir sehen, haben wir unser Chat-Programm damit zusammen